Seit fast 4 Jahrzehnten erwirtschafte ich mein Einkommen hauptsächlich mit der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsangeboten. Das konnte wahrscheinlich in den 4 vorangegangenen Videos schon beobachtet werden. Meine Ausführungen zu diesem Thema basieren nicht auf akademischen Theorien, sondern hauptsächlich auf eigener gewachsener Erfahrung. Seit 5 Jahren laufen fast alle meine Angebote per Videokonferenz. Die Bundestagswahl 2021 ist gerade gelaufen und ich fragte mich, was wäre, wenn ich 30 Jahre jünger wäre und an politischen Entscheidungen zur Modernisierung unseres Bildungswesens mit einbezogen würde. Das würde mich ja, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, auch beruflich noch berühren. Interesse habe ich auch so im Alter von 67. Die Zeit ist reif für umfassende Modernisierungen. Das gilt es umzusetzen, weil die Technologie verfügbar ist und andere Länder schon einen großen Vorsprung haben, den wir aufholen müssen, wenn wir da nicht weiter zurückfallen wollen. Jetzt habe ich viel Erfahrung, aber nicht mehr die Zeit, diese noch lange zu nutzen. Ich habe mir daher überlegt, um das Konzept auf den Weg zu bringen, dass ich eigene Fallbeispiele bringen sollte, damit andere sehen, wie man sich das vorstellen kann. Es ist ja nicht Standard, dass Lehrer oder Ausbilder solche Videokonferenzen für Unterrichtszwecke nutzen. Was da schiefgegangen ist, das konnten wir aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis erfahren oder von eigenen Kindern oder Enkeln. Es kommt also darauf an, solche Online-Weiterbildung mit Videokonferenzen und Lernplattformen sinnvoll zu gestalten. Und das ist auch der Hintergrund meiner ersten Initiative. Initiative heißt, ich möchte hier nicht der Lehrer sein, sondern ich möchte im Prinzip mit Menschen, die ähnliche Hintergründe haben wie ich, zusammenarbeiten, aber Wissen austauschen, in diesem Fall mein Wissen anbringen, wie man solche Online-Kurse macht. Das heißt, es sollen Lehrer oder Ausbilder sich anmelden und dann zeige ich auf Basis einer Videoplattform, das können unterschiedliche Lieferanten sein, Microsoft oder deutsche Lieferanten, AlphaView oder Teams, ist ja von Microsoft, oder von TeamViewer. Zoom kommt in Frage, das alles ist möglich, damit bin ich gewohnt zu arbeiten. Der Beginn einer solchen Initiative, der ist ganz klassisch. Die erste Stunde läuft so, dass ich der Moderator bin und die, die sich angemeldet haben, sind die Lernenden, die Kursteilnehmer, aber das soll sich rasch ändern. Ich mache bei der Ersteinweisung natürlich das Übliche, jeder stellt sich vor, sagt seinen Hintergrund, was kann er schon, was will er lernen, damit ja dann innerhalb der Gruppe eine Vertrauensbasis aufgebaut wird. Aber dann gehen wir schon schnell dazu über, dass wir uns ein Thema greifen, was alle interessiert. Da denke ich an die norwegische Plattform für Weiterbildung oder Quizplattform, kann man auch sagen, Kahoo, kennen ja manche Lehrer schon. Und da kann man dann auf Basis dieser Kahoo-Quizze oder der Erstellung solcher Wissensquizze, kann man dann fast alle Fächer abdecken, ob das Geschichte ist, Physik, Allgemeinbildung, alles ist da denkbar, wo irgendwie mit Multiple-Choice-Fragen was gemacht werden kann. Das üben wir in Gruppen, die es ja gibt bei den meisten Videokonferenzen. Das heißt, man zieht sie in Räume zurück, um da gemeinsam was zu machen. Und dann wird Schritt für Schritt geübt, dass die Einzelnen dann auch selbst solche Quizveranstaltungen leiten. Das heißt, einer ist der Quizmaster, der ist auch gleichzeitig der Moderator der Videokonferenz und die anderen sind Teilnehmer. Das ist also lustvolles Lernen mit Kahoo. Wer da mitgemacht hat, der kann am Ende solcher Veranstaltungen, und ich denke, da reichen vielleicht 8 bis 10 Stunden, da kann er dann überlegen, ob er hier auf der Plattform weitermacht, im Prinzip mit mir als Partner für die nächsten Stunden, um vielleicht eigene Videokonferenzen zu leiten, mit der Möglichkeit, falls da noch Fragen auftauchen, auf mich zurückzugreifen,
oder ob man sagt, ich mache das ab jetzt selbst, alles ist möglich. Ich habe im vorigen Video etwas von verschiedenen Methoden erzählt, mit der solche Online-Kurse ablaufen können. Eines war der Lehrvortrag, gibt auch Workshops. Das, was ich für viele Kollegen mit Vorkenntnissen in der klassischen Weiterbildung am zielführendsten halte, das sind Weiterbildungsinitiativen, die ja dadurch möglich sind, dass die Teilnehmer aus dem ganzen Sprachraum kommen können. Und solche Weiterbildungsinitiativen, die sind auch situativ gesteuert. Das heißt, die Teilnehmer haben ein ähnlich hohes Niveau, aber jeder ist dennoch Spezialist auf einem Fachgebiet, was nicht identisch mit dem von anderen sein muss. Aber man tauscht sich dann aus. Und das ist dann vielleicht unter dem Gesichtspunkt der Nachbarschaftshilfe, Nachbarschaftshilfe auf akademischem, technischem oder pädagogischem Gebiet, wobei natürlich auch Honorarzahlungen denkbar sind. Honorarzahlungen, die kann man sich dann bei diesen Initiativen frei aushandeln. Da kann ich aber dann in einem anderen Zusammenhang noch in einem Video was zu sagen. Ziel diese Initiativen ist grundsätzlich, dass sich die Fachleute gegenseitig beim Erkunden neuer Ansätze inspirieren. Und das ist eben im lokalen Gebiet, in einer Volkshochschule, gar nicht denkbar, weil der Einzugsbereich ja viel zu klein ist. Ich denke dabei auch neben dieser Online-Training-Initiative an Angebote auf Basis von Microsoft-Produkten, Excel, Access und ähnliche erklärungsbedürftige Produkte kommen da in Frage, wo man Visual Basic einsetzen kann. Das habe ich in den letzten Jahren schon erfolgreich bei mehreren Kunden im In- und Ausland umgesetzt. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich als Ruheständler mein bedingungsloses Grundeinkommen habe und die Honorare das Plus zum Grundeinkommen sind, was für mich eine Form von Anerkennung der Leistung bedeutet, die ich freiwillig erbringe, und dabei halte ich mich dann auch noch nebenbei geistig fit. Zum Ende nochmal die Bitte um Feedback, sei es in den Kommentaren zum Video oder wenn ihr bei YouTube angemeldet seid, dann könnt ihr das da unter dem Video machen. Wenn nicht und mir trotzdem Tipps geben wollt, gibt es ja immer noch den klassischen Weg per E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute und bis demnächst auf diesem Kanal.